Hallihallo und willkommen zurück zu Zombie. U. Ohne U. So, wir sind immer noch unter der U-Bahn. Es ist ziemlich still und wir gehen jetzt durch die Ausgangstür. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Pimlico, Buckingham, Bond Street, Covent Garden, alles tolle Namen. Ein sehr, sehr unscharfer Ladescreen. Ist ja unglaublich. London Bridge, St. Paul's. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Da gehen wir doch gar nicht hin. Wo wollten wir denn nochmal hin? Scanne 2, CCC. Firmy hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. John Dee hat die Pest vorhergesagt und auch den großen Brand von London, der sie beendet. Ah ja, das ist ja was für ein Humbug. John Dee, wer ihn nicht kennt, das soll ein Spion von Königin Elisabeth I. gewesen sein, der eigentlich ein Archäologe war, wenn ich mich recht erinnere, ist er durch ganz Europa gereist. Oder hat zumindest die damalige bekannte Welt bereist. Was ist das denn hier? Was steht denn da drauf? Top Secret! Ach, dann lesen wir es besser nicht. Können wir hier irgendwas durchsuchen? Plündern? Ja, ist nichts drin. Ist alles nichts drin. Vielleicht können wir was scannen. Was ist das denn? Regal. Wow, es ist ein Regal. Hier ist ein Schrank. Da ist nichts drin. Ist mit der Taschenlampe immer noch ein bisschen komisch mit dem Fernlicht. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich das nicht automatisch anmache. Das ist echt komisch. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Warum machst du es nicht so? Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Ach so ist okay, das. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Ach, so wieder zu, ne? Underground. Hallo, die kann man. Northbound Plattform 4, da geht's da lang, okay. Northbound Victoria Line und was ist das? Bakerloo Line, aha. Ich kann mich in London absolut nicht aus. Was steht da? Toning Calves Saving Energy. Spinning Nano into Gold. Sound Head News. Ja, ist doch toll, ey. Von der Seuche oder so ist diesmal in den Zeitungen natürlich nichts. Brick Lane Markt, Henbury Green. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Das ist, glaube ich, kein CCTV-Verteiler. London hat ja überall diese Überwachungskameras. Zum Schutz vor Terrorismus. Das ist echt extrem da, wie viele Überwachungskameras die haben. Und die sollen wir jetzt nutzen. Huch! Ich hab gedacht, ich plündere jetzt die Frau hier. Mit ihrem Teddybär. Sie ist leer. Aber zappelt schön rum. Ein Vogelbrunnen. Alter, was sind das für ekelhafte Geräusche? Was haben die denn? Haben die irgendwie Asthma? Haben die Atemprobleme? Müssen ja schlimme Schmerzen haben, diese Infizierten. Können wir die scannen? Aha, Infizierter. Noch ein Koffer. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Ist eine Karte? Boah, die nerven ja. Im Bereich des Supermarkts. Okay, wo ist der Supermarkt? Keine Ahnung. Das gefällt mir absolut nicht. So, lieber mal köpfen. Nur zur Sicherheit. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Ja, dann eben nicht. Ich habe gedacht, ich könnte eventuell, mich dann vorbeischleichen, aber... Na gut, dann gehen wir eben hier lang. Das
Scheint mir dann doch etwas sicher. Da geht's gar nicht durch. Kann ich mich da durchschlagen? Nö. So viel zum Cricketschläger. Gehen wir eben hier lang. Da geht's nicht drüber. Schade. Überall Müll, überall Absperrungen. Hier suche ich die Hölle los. Satellitenschüsseln überall an den Häusern. Das ist super. Das ist schön. Ah! Ein Sprudelwasser. Warum lässt jemand eine Sprudelwasserdose auf dem Tisch rumliegen? Müsste das nicht eine Bierdose sein oder sowas? Würde das nicht mehr Sinn ergeben? Da ist noch so ein Typ. So ein Schlurfender. Bäh, gefällt mir nicht. Müllcontainer, hast du was für mich? Nö. Und du? Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit dem Müll? Was ist denn mit den Londonern los? Ist doch eigentlich. Eigentlich ist doch England sehr dreckig. Du bist übrigens gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen. Falls du noch keinen gesehen hast. Bin ich nicht. Ich bin hier und der Verteilerkasten ist da vorne. Hör auf zu fasen, du blöder Prepper. So, hier ist nix. Da unten leuchtet was. Ich habe keine Ahnung, da leuchtet was, aber ich habe... Okay. Irgendwas Elektronisches, das noch Strom hat. Wahrscheinlich eine Batterie irgendwie. Was? Hä? Also das... Ich habe was. Ah, Leuchtmaketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Ach, dann könnte ich sie wahrscheinlich anlocken. Okay. Ach du Scheiße. Überall Blut und Kleidung. Hat sich mal verbarrikadiert. Hoffen wir, dass er noch lebt. Oh, Katzi. Autoschlüssel noch da. Handy noch da. Tasche noch da. Also hier hat eine Frau gelebt. Nehme ich einfach mal an. Oder ein sehr weiblicher Mann. Oder ein Mann, der gerne Handtaschen trägt. Was ist das denn? Ach, wieder nur eine Flasche. Nur Müll. Wo ist denn jetzt dieses CCTV-V-Dings da, Bumster? Ach, da. Ach, das sollen wir scannen, stimmt ja. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Vor allem hilft es mir dabei, mich zu orientieren. Es ist ja doch schon etwas verwirrend, die... Guck mal, da ist eine Kamera. Da beobachtet uns jetzt dieser blöde Prepper. Das ist jetzt auch schon etwas verwirrend, die Londoner Vorstadt. Oder, weiß gar nicht, ist das Vorstadt? Ich weiß es nicht. So, da ist einer hinter der Mauer. An dem können wir uns vorbeischleichen, glaube ich. Genau. Da hinten steht er. Idiot. Besonders helle sind die ja nicht. Ist hier noch irgendwas zum Plündern? Hm. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren, Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Okay, werde ich mir merken. Die Gullis sind dazu da, damit wir schnell zurück können. Hä? Ach so. Wenn man das X drückt. Gute Arbeit, Soldat. Ich bin kein Soldat, ich bin Rettungsschwimmer. Wie hießen wir nochmal? Moment. Mein Überlebensleitfaden, mein Notizbuch, meine Karte, meine Fähigkeiten, meine Kennung. Andrew Wood, Rettungsschwimmer. Und wir werden die Welt retten. Eine Zeitung. Ein mittlerer Erste-Hilfe-Kasten. Bis jetzt verläuft hier ja alles recht ereignislos, muss man sagen. Dietrich erforderlich. Ha. Huh. Stehst du wieder auf? Hab sie. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Wer ist im Supermarkt? Wer ist im Supermarkt? Hab ich was verpasst? Wir sollen doch nur in den Supermarkt wegen... Ich hab keine Ahnung mehr.
Tür ausmachen. Noch schade. Wer das kennt mit, mit Leichen von Leuten und Türen, der weiß, warum ich das gemacht habe. Für die, die es nicht kennen, probiert es einfach mal in irgendeinem Spiel aus. Versucht eine Leiche, die sich bewegt, in eine Tür zu tun und dann schließt die Tür. Und dann öffnet sie wieder. Manchmal passieren da lustige Sachen. Ah ja. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. An den blinden Stellen? Was? Vor uns ist irgendwer und das ist ein Rabe. Leuchtfackeln. 3 Stück. Also ein Polizist. Hey Officer, ich hab hier ein Problem. Was ist denn mit der los? Dreht sich da auf der Stelle und okay. Da ist offensichtlich nichts hier. Unser Radar schlägt nicht aus. Warte mal. Das ist so ein rotes Fass. Und rote Fässer explodieren doch eigentlich immer. Was ist, wenn ich jetzt eine Leuchtrakete nehme? Ja? Nur mal so. Als Idee. Dann nehme ich die Pistole. Ich warte noch kurz, bevor vielleicht noch andere kommen. Kommt keiner. Wow, ich bin beeindruckt. Es funktioniert, aber ich bin beeindruckt. Wow, es funktioniert und... Wow. Das war hochexplosiv. Das sollte man nicht nachmachen. Nein, nein. Das ist gefährlich. So, dann wollen wir wieder runtergehen. Also bisher wundere ich mich noch, wie Leute infiziert worden sind. Die sind schön verbrannt. Ein Auto aus Großbritannien. Das hat gar keinen Lenkrad. Ich immer bei Spielen, die in England spielen, gucke ich immer ins Auto, um kurz zu gucken, ob das Lenkrad auch auf der richtigen Seite ist, aber das hat gar keins. Das ist ja interessant. Die Polizei in London fährt scheinbar freihändig. Die steuern ihr Auto mit den Füßen. So wie... Die Flintstones. Hießen die so? Diese Familie, diese Serie mit der Familie in der Steinzeit? Ich glaube, die hießen Flintstones. Ja, den hatte ich schon geköpft, genau. Die hatte ich nicht geköpft, aber die ist auch tot. Man kann die also auch verbrennen. Na gut, das sind ja keine Zombies. Das sind ja Infizierte mit sehr hohen Schädeldecken. Deswegen kann man die so leicht kaputt machen, nehme ich an. Ach, da bin ich hergekommen. Es ist schon etwas verwirrend ohne Karte. Tatsächlich. Was macht der denn da? Das ist ja eine Sauerei. Was macht der? Also wirklich, das... Na. Das macht man aber nicht. Also wirklich, das... So eine Sauerei. So ein Ferkel. Ist hier noch irgendwo eine CCTV-Station? Die müssen wir ja scannen. Hier ist nämlich ein Ding. Oder ist die CCTV-Station im Ding? Ah, eine Leuchtrakete. Im Supermarkt. Das würde natürlich keinen Sinn ergeben, aber war ja nur so. Wer weiß. Ich kenne mich in London ja nicht aus. Vielleicht sind die da etwas eigen. Engländer. Die Briten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne mal in England Urlaub machen würde? Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Hier ist wirklich keine CCTV-Station, oder? Hier ist alles... Nee, hier ist nichts zum Scannen. Okay. Das ist ja großartig. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Ah, toll. Also hier zu.
Dann machen wir den hier fertig. Einfach übergehen wir hier. Hammer benötigt. So eine Scheiße. Gut, dann gehen wir einfach. Gehen wir schon? Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Welche armen Bullen? Der meint... Ach so. Die Polizisten, die wir getötet haben. Wir sind verletzt. Ratsche! Bleib stehen. Wo sind sie hin? So, erstmal gucken, ob wir hier irgendwas scannen können. Die hämmern gegen die Tür. Ich glaube, die kommen da nicht durch. Hoffe ich zumindest. Ist irgendwas zum Aufheben? Inventar ist voll. Trifft sich gut. Ich muss mal was futtern. Was haben wir denn hier? Ein Sprudelwasser. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ja, doch so ein bisschen. Schokolade! Okay, dann wollen wir uns mal hier in die Kühlkammer begeben. Willst du mich verarschen? Es kommt denn jetzt für ein Schleicher, Fleischer. So, haben wir noch irgendwas zum Plündern hier? Tür? Infizierter, plünderbares Objekt positiv. Hier sieht man nichts, hier ist zu neblig. Schön, dass die Kühldinger noch funktionieren. Wer hat die denn aufgeeckt? Schockierend! Pistolenmunition und ein Energy Drink. Oh, ein Energy Drink hätte ich jetzt auch ganz gerne. Ja, ja. Hui. Verbarrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Hoffen wir mal, dass hier einer zufällig rumliegt. Suchen wir mal einen Scanner. Aha. Ein Regal, das wir durchsuchen können. Ein Objekt. Noch ein Objekt. Eine verbarrikadierte Tür. Was ist denn heute auf dem Speiseplan? Bacon. Was? Sag bloß, da stehen Dollar. Das sind Dollarzeichen, oder? Das sind tatsächlich Dollarzeichen. Ernsthaft? Das sind Dollarzeichen? Das sind Dollarzeichen. Das... Ich habe keine Ahnung, ob das Dollarzeichen sind oder S. Aber ich glaube, sie haben so zwei Striche oben unten. Aha, ein Hammer. Wenn du schon mal da bist, wer da hämmert. Klau, was du kriegen kannst. Was? Hör mal, wer da nagelt. Ich nicht. Ich mach die Nägel weg. Weißt du aber, was ich mache? Ich habe ganz dunkle Lust, die Tür hier zu verbarrikadieren. So, machen wir mal zu. Da ist jetzt ein Pfundzeichen, das ist... Beef Salad? Beef Salad, Best Meat. Ein Fleischsalat? Naja. Oder ein Beetesalat. Und ich schon wieder. Überall Dinger. Half Price, buy two, get one. Ich glaube, da wurde alles aufgegessen. Hier ist nichts mehr übrig, außer verfaultes Obst. Das will doch keiner mehr haben. Kein Wunder, dass sie es rausschmeißen. Ich habe das hier alles zum Radbad angezogen. Radbad. Schockierend. Es ist schon blöd, wenn der Spieler so weit vorbereitet auf ein Spiel ist, dass du einfach sagst, ich köpfe einfach alle Leichen. Guck mal, da kommt wer. Hey, deine Schädeldecke ist offen und du rennst immer weiter. Was bist du denn für einer? Das reicht mir aber mit dir.
Was sind das denn für Typen? Haben die kein Schmerzempfinden mehr? Warum ist die Schiedeldecke von denen so hohl? Verdammt, mein Inventar ist voll. Ich muss irgendwas essen. Schokolade. Unser Leben ist voll. Wir nehmen diesen Saft mit. Den guten Saft. Der Saft ist viel gesünder als Energy Drinks. Und vitaminhaltiger. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Ist alles so unscharf. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Pass auf, ich gehe da jetzt nochmal durch. Ah, nicht. Was soll denn das?